Gut, dann geht's heute weiter mit GTA. Und da wir leider nur drei Leute sind, machen wir heute wieder mal ein bisschen Kontaktmissionen, die momentan auch tatsächlich mit doppelt RP laufen. Also es gibt gutes Geld und gutes gute Erfahrungspunkte. Ich denke, das wird die heutige Aufgabe sein. Wenn wir dann wieder ein paar mehr Leute dabei haben, dann können wir auch mal wieder ein bisschen was mehr machen. Ein bisschen Highscore, ein bisschen Challenges machen. Also, wenn ihr Bock habt und sagt, ey, ihr seid cool, ich will mitmachen bei euch, meldet euch einfach bei mir oder bei Markus. Gerne auch unter YouTube oder auf meiner Facebook-Seite, die verlinkt ist. Da sollte das dann kein Problem sein, den Kontakt herzustellen. So, also ihr solltet auf jeden Fall mindestens 18 sein, müsst die geistige Reife besitzen. Ja, kein Problem damit haben, dass man euch auf YouTube hört. Und ja, vorwiegend sonntags vormittags, klar, aber das ist kein Muss, da kann man sich immer noch absperren, sprechen, wie man Lust hat, wie wir aufnehmen. Aber wie gesagt, wir sind meistens ja sonntags dran, aber wie gesagt, man kann auch sagen, wir machen ein bisschen unter der Woche spontan was abends. Das ist kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ihr könnt es auch anbieten. Hä? Zwei Sachen kann ich auch anbieten, Nachtmission und hier Bunkermission. Wir gucken dann einfach gleich mal, wie wir was machen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Kontaktdinger durch und dann schauen wir mal. So, fangen wir heute an mit das Packhaus. Okay. Warte mal, ich kurz mal kurz ein bisschen holen. Schwere Panzerung, ja. Und let's go. Genau, wollte sagen, stell die mal auf schwer, dann gibt es nämlich mehr Kohle. Habe ich schon. Ich habe schon gesehen unten. Können wir? Ja, von meiner Seite aus ja. Ich weiß nicht, wie es bei Baby aussieht. Er hat auch schon ja gesagt. Sehr gut. Dann let's go. Oh, Baby, schon bald 100. Noch 6 Level. Kann aber die Raketen wieder verkaufen. Ja, die kriegen wir. Die 100 kriegen wir wahrscheinlich mit den Kontaktmissionen heute noch hin. Das geht relativ schnell. Ich bin jetzt bald schon Level 274. Scharfschützen. Angreifer Scharfschützen. Oh, okay. Ist das ein Gegnermodus quasi? Spiele ich wieder gegen euch oder was? Nein, nein, nein. Das sind aber nur zwei Teams in deiner Kontaktmission. Okay. Wie das mit dem Anwalt und dem Typen in der Villa sozusagen. Das mich lässt auf deiner Seite. Na, ja, du kannst ruhig zu Kevin rübergehen. Wie ist das Wurst? Parkplatz im Pillbox Hill soll den Besitzer nicht sein. Ich glaube, ich erinnere mich gerade auch an die Mission mit dem Heli. Mit den Diamanten, die wir da irgendwann mal gespielt haben. Den lässt du dich nicht rüber. Da, du hast auf bereit gedrückt. Nee, ich bin drüber gegangen, da konnte ich nichts auswählen. Ach, alles gut. So, begib dich zum Parkplatz. Gut, das ist eh okay für mich. Die Spawnpunkte bei den Kontaktmissionen sind in letzter Zeit echt. Das sind die Spawnpunkte, die wo ihr zuletzt wart. Und da ich war aber in meiner Dings und nicht auf der Terrasse. Ich war hier nicht, weil auch zuletzt. Ich war hier zuletzt, also bin ein bisschen durch die Gegend gefahren danach, aber bis jetzt war ich schon. Soll ich euch mitnehmen eben kurz oder wie sieht das aus? Habt ihr ein Auto ja, das da? Das Ding ist, ich komme nicht mal hier weg, weil wir können nicht mal reingehen ins Penthouse. Ja, wir hängen jetzt hier auf der Dachterrasse fest. Springt runter. Wenn das möglich ist. Spawn.de Rockstar, yes! Das könnt ihr. Das heißt, ihr kommt gar nicht da oben runter oder was? Nein. Was hängt ihr denn überhaupt? Ich sehe euch nicht. Auf der Dachterrasse von Casino, wo das Penthouse ist. Ach gut. Könnt ihr euch ein Heli anfordern? Warte mal, ich mach das anders. Ich rufe euch, ich hole euch mein Heli. Also ihr seid oben auf dem Dach drauf selber, oder was? Na, da wo die Feuerstelle und so ist. Ja, ja, ja. Also Feuerstelle weiß ich nicht, aber ich guck mal, ob ich euch ein... Habe ich ein Heli geholt. Warte mal, ich muss auch ein Penthouse, Kev. Weiß ich nicht. Kann sein, ich war noch nie lange nicht bewusst drin. Warte mal gerade kurz. Ich rufe am P-Eros an, dass sie mir mein Heli vorbeibringen. Und sonst rufe ich mir Rivers an. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Das dauert jetzt einen Moment, ich muss euch kurz eben. Ich muss kurz hinnehmen. Ja, alles gut. Warte mal kurz. Weil ich muss in die Stadt rein. Ich muss den Heli unten holen. Dann hole ich euch ab. Oh. Ich sehe gerade, Yvonne hat ein neues Kleidchen an. Schick. Hat sie wieder kein Höschen oder? warte, ich fühle mal. Ach Gott. Ich glaube nicht. Ach Gott, Digga. Also... Ja, liebe Leute, wie ihr seht, GTA verlängert auch mal gerne künstlich irgendwelche Missionen.
Das heißt, ich darf mir jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen, bevor wir die Mission starten, darf ich mir jetzt auch ein Heli organisieren. Bin ich gerade dabei. Und die beiden mal eben kurz abholen. Weil halt Yvonne geht. Weil, ja. Weil halt geht, ja. Die Spawnpunkte sehr toll setzt. Naja, egal. Wir haben ja Zeit heute. Weil es jetzt assi gegenüber den beiden, gerade gegenüber dir, Markus, weil du streamst, nämlich nebenbei. Der jetzt die Mission. Ah. Vor zur. Absolut. Und erzählt eine Horrorstory. Hä? Entweder versuchst du hier eine Horrorstory aus dir zu kriegen oder versuchst du hier einfach mit der Taschenlampe SOS zu schreiben. So, ich bin im Krankenhaus, das heißt, ich hole mir jetzt den Heli. Also im Krankenhaus gespawnt. Gut, dass das Ding nicht auf Zeit geht. So, gehen wir mal da hoch. So. Was ist denn der Hub? Was ist denn der Heli? Ah, da hinten. Warte mal, ich leuchte mal da unten aus, Ivan, ja. Ach, ernsthaft. Wieso bist du schon halbwegs angeschlagen? Ach so. Ich bin der Taschenlampe zu Hause. Du bist schon halber tot, okay, willst du wissen. Du wartest aber eben schon so wenig Leben. Das sieht also aus, wenn man so nah rangeht. Ein Schaden, den man macht, wenn ich halt. Warte mal. Da lang muss ich. Rotoren höre ich schon mal. Ja, ja, ich bin schon im Anflug. Ich sehe das Casino. Ich sehe schon was. Ich auch, ja. Das kleine Blinden ist dein. Könnte Kev sein, oder? Naja, ich bin schon im Anflug. Wo steht denn hier? Wenn es blinkt auf jeden Fall, dann ist es Kev. Nee, wenn es explodiert, bin ich es. Ich lande im Heli, lande Platz oben. Ey, ich will gerade sagen, ich will ein bisschen weiter hinten sitzen. Das bist du gleich im Pool. Kommt ihr bis hier hoch? Oder müsst ihr aber eigentlich, ne? Ich wüsste nicht wie. Weil ich kann da unten nicht landen, das ist schwierig, weil da ich habe keinen Platz da unten. Oder habt ihr da eine Landefläche für mich? Warte. An der Seite habe ich ein bisschen mehr Platz gesehen, ne? Auf der linken Seite. Ich kann hier vielleicht noch landen, das ist an der Feuerstelle. Guck mal auf der Rückseite. Warte mal gerade kurz, ich gucke, ob ich... Doch, hier, ich hab Platz, alles gut. Ich geht. Ich kann hier runter auf der Feuerstelle, an der Feuerstelle landen. Bitte mir nicht in die Rotoren laufen. Ich lass ihn laufen. Du lässt es laufen, gut. Ja. Na, wollte gerade sagen, das würde ich nicht tun, da runter zu springen. So. Gut. Ich würde dann sonst hier irgendwo wieder landen und wir fahren mit dem Auto da rein oder so, ne? Ja. Weil das der Heli ist jetzt eigentlich nur dazu da, um euch abzuholen. Ah, hier steht noch einer. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Gehen wir die Autos nämlich holen. Ich lasse mir gerade meins liefern. Ja. Machst du mal mit Raketen oder was? Nö, wir müssen nur eh an zwei stellen. Du musst doch wohl ganz anders hin. Ich muss was sagen. Ja, warte mal, dann gehe ich fliege ich beim Heli rein an den Punkt. Yvonne? Ich wollte sagen, fliegt mir nichts zu nah an den Heli. Fliegt mir nicht, okay. Ich wusste nicht, dass wir hier schon fliegen mit diesem Quatsch. Ja, fahr mir nicht zu nah an den Heli. Weil unnötiges Teamleben, das vergeudet, das bin ich. Das ist mein Part.
So, wo muss ich denn da jetzt hin? Da zum Parkplatz. Ja, das ist witzig. Warte mal. Ich sehe den Parkplatz schon. Aber ich muss mal gucken, wo ich da runter muss. Markus fährt einfach für mich vorbei. Ach, da unten. Die Bremsen von dem Ding sind nicht so gut, durch mal die anderen einbauen. Also der Helm, ich dachte, was hast du jetzt irgendwie geschmissen? Wir waren hier eine Leiter. Oder das Dokument. Dokumente. Da muss doch irgendwo eine Leiter sein, oder so. Ich gehe mal hier hoch. Weil dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit mehr. Da muss ich hin. Oder warte mal, ich gehe da oben auf das Gebäude. Das ist vielleicht einfacher. Ah, warte, dass der Punkt zeigt zur Leiter. Okay. Habt ihr einen Platz angezeigt, wo ihr was holen könnt? Ja, wir sind schon auf dem Weg. Wir müssen okay, weil ich lande mich nur, ich lande jetzt quasi links da oben drüber. Aber weil ich dann wahrscheinlich, ich will mir einfach mal einen Überblick gerade verschaffen, wie es aussieht. So. Okay, sind einige Feinde. Soll ich schon mal anfangen? Ah, hier ist die Leiter. Warte. Weil ich guck gerade, wie viel es sind. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, ich zähle gerade 13. Nur sind als, die ganz oben drauf, ja, ne? Ja, die stehen um einige Autos drumherum. So, na dann legen wir mal los. Okay. Vor allen Dingen, gehen die, sehen die mich von hier oben schon. Die wissen, sie checken noch nicht mal, wo die hin. Da muss Minimum noch ein paar sein. Eieiei. Dass die mal so. Oh, genau in dem Moment geht er natürlich weg. Zwei rote Punkte werden noch angezeigt. Aber ja, wo? Ich muss gerade gucken, wo. Hä, wie habe ich den jetzt nicht getroffen? Der Großteil ist tot. Ich weiß, ich sehe es. Ja, warte mal, wenn du mir sagst gerade. Ja, ich gehe mal runter gucken. Du hast natürlich sehr viele jetzt weggeschossen von da unten schon, weil ich check's gerade mal ab. Ich sehe auch nichts mehr von oben im Scharfschützgewehr. Weil ich stehe quasi links oben über dem ganzen Haufen. Ah, da sind Minimum noch zwei, ja. Ja, jetzt ist einer aus der Deckung aufgetaucht. Oh, Alter, diese Bewegerei immer. Oh. Einer ist tot. Ah, da. Ich sehe ihn. Geil. Wie bist du jetzt gestorben, bitte? Headshot gekriegt. Von dem. Instant tot. Aber zumindest hast du dein Versprechen eingehalten. Das eine Teamleben, das war deins. Ja, klar. Ich guck grad. Alles gut, ich bin aber schon dran. So, bringe das Dokument zuletzt das Lagerhaus. Das mache ich um Heli, weil. Jo. Nein, ich habe gesagt, Teamleben unnötig vergeuden. Das mache ich meins. Aber wie gesagt, da war ja nicht. Hast du ja gerade. Es war nicht ungültig vergeudet. Naja, ich wollte. Der wollte auf den Typen nicht zählen und dann habe ich dann den Adminen schon verpasst. Naja, alles gut.
oh oh. Kev fliegt mit dem Helikopter und sagt, oh oh. Das nee, ist, ich hab. Nicht ich flieg mit dem Helikopter. Genau, wollte gerade sagen, ihr Feinde. Nee, nicht ich flieg ohne mit dem Helikopter und sag, oh oh, weil der raucht und sowas. Aber weil der. Geh mir den auf den Sack. Wo treffen die mich eigentlich hier, Ono? Ich finde das Fahrzeug gut. Da setzt sich nämlich Yvonne breitbeinig hinter mich dran. Ja, Yvonne? Ja? Geh mir den auf den Sack. Nee, weil der Heli hat schon ein bisschen was abgekriegt, deswegen... Deswegen eigentlich das OO eben nur kurz. Noch lebt er! Noch! Perfekt. Ja, nee. Hoffentlich nicht, ey. Dokumente ja. Zerstört. Nee, alles gut, ich bin gelandet. Alter, funktioniert dann irgendwann. Es wäre ein paar Feinde unterwegs gewesen. Sagen wir es mal so, aber die. War mit dem Heli, war es kein Problem. Ja, 46.000 kann man mal machen. Ja, 45 irgendwas habe ich bekommen. Aber jetzt, und noch ein Level Up. Mit 66 Level, da fängt Gott ja online an. Gut, was machen wir als nächstes? Von den Bösen stehen haben wir ja schon gemacht. Doppelrot. Wir können doch mal Doppelrot probieren. Die haben wir nämlich noch. Haben wir doch schon gemacht? Nee, die haben wir nicht gemacht. Die haben wir abgebrochen. Da war der Wende mit dabei. Weißt du, der ist dann da gestorben, weil da die Leute wegschießen mussten, wo wir dann alle nach und nach verreckt sind.